Hallo. Ja, hallo allerseits. Wir haben kurzfristig beschlossen, ich mache eine kleine Moderation, um quasi das Ping-Pong-Spiel zwischen den Experten einzuleiten und auch, weil wir endlich diese Sessel hier ausprobieren mussten, die hier rumstehen und auf uns gewartet haben. Andreas Streeb und Joe Martin, ihr bekommt jeweils 45-50 Sekunden, um euch kurz vorzustellen, zu sagen, wie wir hier gelandet sind, und dann kommen wir quasi in the meat of it. Bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf, an die Veranstalter. Finde ich eine großartige Veranstaltung hier. Mein Name ist Joe Martin, ich bin 2016. Ich komme aus der klassischen Unternehmensberatung, Marketing, Vertrieb, Storytelling. Und 2016 kam ein Kunde auf mich zu und sagte, ich brauche ein forensisches Gutachten, dass Bitcoin ein Schneeballsystem ist, ein Ponzi-System. Und ich habe gesagt, gar kein Problem, kann ich innerhalb von kurzer Zeit beweisen. Und ungefähr dann nach dreiviertel Jahr, einem Jahr, bin ich zum Kunden und habe gesagt, tut mir leid, Bitcoin ist kein Ponzi-System, unser Fiat-System, unser Geldsystem ist eher ein Ponzi-System. Der Kunde war nicht happy und ich war zum Bitcoiner geworden und habe dann angefangen, meine Erkenntnisse auch zusammenzufassen, habe ein Buch dazu veröffentlicht, schon Anfang 2018, habe dann immer wieder in Bitcoin Beratungen vorgenommen und habe dann zum Schluss vor 2 Jahren den Andreas Streeb, Vorstand einer Regionalbank, kennengelernt und von da ging unsere Reise los. Heute sind wir dann hier. Andreas, vielleicht übernimmst du von der Stelle hier. Ja, Joe, vielen Dank. Ja, mein Name ist Andreas Streeb, ich bin stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte mit Sitz in Ingolstadt, also mitten in Bayern. Wir sind eine völlig normale Regionalbank mit 45 Filialen in der Region, ländlich geprägt, mit Ingolstadt als Hauptstandort um Audi rum. 750 Mitarbeitern und klassische Einlagengeschäft, Kreditgeschäft, Dienstleistungsgeschäft ist unser Brot- und Buttergeschäft. Und ja, ich bin vor knapp 2 Jahren zu dem Thema Bitcoin gekommen, über den Joe, erst im Privatbereich. Dann hat Joe uns das im Rahmen eines Managementkreises vorgestellt. Und das waren so die ersten Gehversuche oder die ersten Überlegungen, was heißt denn jetzt das für uns als Bank? Ist das was für uns? Müssen wir uns damit näher beschäftigen? Und dann haben wir uns auf die Reise gemacht. Die Reise ist dann relativ schnell gegangen, wenn das nach 2 Jahren, gut, es ist bei Bitcoin oft so, aber kannst du das ein bisschen skizzieren, also was waren da so die wichtigsten Schritte, weil du musstest ja nicht nur dich selbst überzeugen, sondern deine Kollegen, ja, die Aufsicht etc. Also die ersten Überlegungen waren im Juli 2020 und es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass wir als Bank hier den Kunden auch unterstützen können, insbesondere mit unserer Vertrauensstellung, dem ganzen Thema Verwahrung der Private Keys, also einfach diese Unterstützung und aus eigener Erfahrung, ich habe im Juni 2020 zum ersten Mal Bitcoin gekauft oder Satoshis gekauft und alleine bei der Transferierung eines Satoshis von einer Wallet zur anderen, wenn dann drin steht, es dauert jetzt bis zu 3 Tage und es kann sein, dass das nicht ankommt, wenn man sich vertippt hat, da wird man ein bisschen unsicher. Und aber es kommt dann schon an. Ja, bei mir ist angekommen. Ich habe noch ein paar IOTA-Transaktionen, da warte ich immer noch. Also es kommt an, man muss aber wirklich warten und ich habe auch mal nach 3 Tagen angerufen, was denn los ist. Aber das waren so die ersten Überlegungen, die Kunden sind ja unsicher und hier einfach zu überlegen, was können wir denn da tun. Und wir haben dann im August 2020 ein Projekt initiiert in der Bank. Die Geschäftsleitung, muss ich dazu sagen, wir sind 6 Personen in der Geschäftsleitung. Wir waren alle sofort hinter dem Thema. Ist ja, glaube ich, wichtig in der Bank, dass man ja, eine Meinung dazu hat. Moment, aber wirklich? Also ich meine, normalerweise gibt es dann eine Lage, die sagt auf gar keinen Fall und eine andere Lage, die sagt unbedingt. Und ja, vielleicht der ein oder andere war ein bisschen so zwischen, aber der hat sich dann überzeugen lassen, dass wir mal diesen Weg gehen. Wir wollten es verstehen, um dann zu entscheiden, tun wir was. Und dieses Verstehen, das war dann mit Joe zusammen Workshop-Tage mit, ich sag mal, 15, 20 Mitarbeitern aus der gesamten Bank, aus allen Bereichen hinzugezogen. Wirklich 4 Tage intensiv, wie funktioniert Bitcoin technisch. Und
nach 2 Tagen, was wären denn jetzt konkrete Dienstleistungen, die wir uns vorstellen können? Das waren die ersten Überlegungen. Und dann sind wir jetzt im Februar 2021, dann haben wir im Vorstand beschlossen, okay, diese Überlegungen gehen wir weiter in die Umsetzung, haben dann die ersten Partner gefunden, also auch mit Joe zusammen, wer könnte uns da unterstützen. Und seit Mitte 2021 sind wir an der Umsetzung dieser Dienstleistungsangebote und am Start sind wir seit April 2021 mit einem vollumfänglichen Dienstleistungsangebot rund um das Thema Bitcoin, und zwar nur Bitcoin. Und jetzt sag uns auch ganz kurz, was heißt Dienstleistungsangebot, bevor ich den Joe frage, wie er das Ganze vermittelt hat, aber was sind so die wichtigsten Säulen eures Angebots? Ja. Also es beginnt bei einem Bitcoin-Informationsgespräch, das der Kunde bei uns über einen Online-Shop kaufen kann. Es kostet 99 Euro, ist eine Dienstleistung, auch für uns Neuland, dass wir eine, in Anführungszeichen, Honorarberatung machen. 1 Stunde bekommt der Kunde alles Notwendige, was muss er tun, wenn er in Bitcoin investieren will, wie kann er Bitcoin sicher verwahren und im Endeffekt, wo kommt er denn die Bitcoin her? Und auch natürlich über Risiken wird aufgeklärt. Aber ganz wichtig, keine Beratung, sondern nur Aufklärung, Information. Das zweite wichtige Standbein ist dann unser Online-Shop, wo er Hardware für die Selbstverwahrung kaufen kann. Hier haben wir einen Produktkatalog aufgebaut, also das zweite wichtige Standbein, also den Kunden auch technisch auf den Stand zu bringen. Hier haben wir auch eine eigene VR Bitcoin Go-Card zusammen mit der Bundesdruckerei in Österreich, sagen wir mal, erstellt, wo der Kunde sehr einfach eine Hardware-Wallet hat, die er, sagen wir mal, ohne technischen Verstand nutzen kann. Und das Allerwichtigste ist dann das Dritte. Er bekommt über unsere Internetseite, über unser Portal, das wir zusammen mit der CM Equity aus München aufgebaut haben, kann er Bitcoin mit seinem VR NetKey, also mit dem Online-Banking-Zugang, direkt über sein Girokonto kaufen und auf seiner Hardware-Wallet gutschreiben lassen. Also vollumfängliches Programm. Also wir lassen den Kunden nicht alleine, weil unsere Strategie war von Anfang an, wir schicken unsere Kunden nirgendwo anders hin. Und ihr seid die ersten und einzigen tatsächlich unter Anführungszeichen normale Bank, die sowas bisher macht. Ja. Joe, ich habe auch mal den einen oder anderen Vortrag gehalten in größeren Banken, eine ganze Stunde auf Englisch, die ganze Michael Saylor Partie, und dann haben sie mich angeschaut wie ein Autobus. Ja? Also wie gehst du rein bei einer Bank, einem klassischen Finanzsystem, die ja natürlich alles wissen über das Finanzsystem, die auch alles wissen über das Geldsystem, und erklärst denen jetzt irgendwie dieses Bitcoin-Ding? Also ich hatte zum einen den Vorteil, dass ich in Deutsch sprechen konnte. Das war vielleicht ein bisschen einfacher. Aber du hast natürlich jetzt zu Recht gesagt, die wissen alles über Geld, die wissen alles über das Finanzsystem, und das ist schon mal die Hürde, die du nehmen musst. Deswegen habe ich mit meinem Hintergrund im Storytelling eine Story entwickelt, die nachvollziehbar ist, die man greifen kann. Und ich nehme als Modell nehme ich ein Fotobuch. So, Fotobuch ist etwas, was jeder kennt. Und das Fotobuch ist für mich, substituiert den Blog. Es gibt also Leute, die machen Fotos von Geldübergaben. Das sind die Transaktionen. Und die werden dann zusammen in ein Fotobuch veröffentlicht von irgendeinem. Und dieses Fotobuch wird dann kopiert und an alle geschickt, die eben bei dieser Geldübergabe dabei waren. Und das repräsentiert sozusagen dann die Full Notes. Und der das Fotobuch herstellt, bekommt eine Belohnung dafür, das ist der Miner. Und dann habe ich sozusagen die Grundstruktur, also das dauert natürlich 20 Minuten, nicht 2 Minuten wie hier, aber dann habe ich die Grundstruktur der Teilnehmer. Dann habe ich die Geldübergabe, dann habe ich die Transaktion, dann habe ich die Miner und dann habe ich nachher den Block. Und dieses Fotobuch wird dann ins Regal gestellt und ein Buch neben das nächste, verkettet über die Seriennummer des Fotobuchs. Also das ist die Grundstruktur von der Geschichte. Und dann, der Rest ist relativ simpel. Dann geht es in das Halving, das heißt, alle 4 Jahre wird die Belohnung dann geringer, aber es ist limitiert eben auf 21 Millionen Bitcoins, die jemals entstehen. Und mitten in dem Vortrag fange ich dann auch an und sage anstelle Fotobuch dann schon Datenblock. Also das geht ganz smooth, das verstehen auch fast alle, weil diese Analogie funktioniert. Ich habe vorher viele andere probiert, aber die funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und nachher gibt es dann nur noch eine Q&A, also wo dann noch Fragen gestellt werden. Und da zeigt sich dann sehr schnell, an welcher Stelle noch
Informationsbedarf besteht. Und nach meiner Erfahrung sind das ganz spezifische Dinge, nämlich Kriminelle, Energieverbrauch und diese Themen, die mit Bitcoin an sich wieder nichts zu tun haben, die aber adressiert werden müssen, weil die Fragen sind ja da und wurden auch oder werden von der Presse ja immer breit ausgetreten. Und da muss man auch vorbereitet sein. Und dann zum Schluss sind die Leute zumindest grundinformiert und fangen an nachzudenken. Und so habe ich es auch damals gemacht bei der VR-Bank. Und der Vorstand war da sehr offen für neue Themen und hat sozusagen auch mal vergessen, das, was sie wussten, und war interessiert an dem, was Bitcoin kann. Und ist es so, dass bei dir jetzt täglich das Telefon läutet und eine andere Bank ist da und sagt, Orange, spiel mich? Absolut. Also jeden Tag rufen 100 Banken an und wollen Orange gespielt werden. Nein, tatsächlich haben wir es so gemacht, dass wir zusammen eben die Volksraiffeisen Bank Bayern Mitte mit Andreas Streeb, dass wir das so aufgebaut haben, das gesamte Dienstleistungsprogramm, dass es von anderen Banken schlüsselfertig übernommen werden kann. Das heißt, wir gehen zu anderen Banken oder andere Banken sprechen auch insbesondere den Andreas Streeb an und sagen, interessant, wie geht das? Und die Hauptsache ist, dass wir sagen können, heute nach 2 Jahren intensive Projektarbeit, wir kennen die Fragen, die ihr noch gar nicht kennt, wo ihr heute noch nicht dran denkt, die haben wir alle schon beantwortet. Das heißt, wir können euch hier eine komplette Liste geben der Dinge, die ihr zu tun habt. Und dafür, wo wir 2 Jahre gebraucht haben, realistisch in 6 Monaten kann eine andere Bank dann damit live gehen. Werden wir das, könnt ihr verraten, werden da andere Banken damit live gehen? Sind wir schon so weit oder dürfen wir das noch nicht verraten? Bei mir, wir sind gerade mit 2 Banken konkret in Gesprächen, die jetzt ab 4. Quartal sich an das Thema wirklich ranwagen wollen, also sich die ersten Schritte tun, weil das Erste ist natürlich das Know-how-Aufbau. Und das ist ja immer, was ich zu meinen Vorstandskollegen sage, ihr müsst jetzt das Know-how aufbauen. Und die Frage ist, dann könnt ihr immer noch entscheiden, was ihr damit macht. Das Problem ja an der ganzen Geschichte, und das wird auch hier jeder bestätigen, es ist halt viel, viel Meinung ohne viel Ahnung da, und dadurch wird oft das Thema relativ schnell auf die Seite geschoben. Aber erstmal, sagen wir, dieses Know-how zu haben, zu verstehen und dann die Entscheidung zu treffen. Und ich sage es mal, gerade im genossenschaftlichen Verbund in Deutschland ist es so, dass unsere Zentralbank, die DZ-Bank, auch an dem Thema arbeitet und irgendwann was kommt. Und dann sollten wir doch in den Häusern das Know-how haben, sonst bringt uns das ja nichts. Ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, du hast es an der Seite angestoßen, ja, Banken sind entstanden ursprünglich für Custody. Ja. Das war mal die Idee. So. Ja, ja. Aber das ist jetzt die eine Sache, die ihr nicht macht. Nein. Das heißt, ihr nehmt Bitcoin so, wie Bitcoin ist, und Custody macht ihr nicht. Was ist der Gedanke dahinter und was ist die Alternative? Also erstens, wir haben keine Krypto-Verwahrlizenz. Das ist mal das regulatorische Thema, dass in Deutschland in § 1 KWG das Kryptoverwahrgeschäft nur durchgeführt werden darf, wenn ich eine Lizenz habe. Wir haben die nicht. Das heißt, das Thema fällt für uns als Bank aus, und wir als kleine Genossenschaftsbank werden auch keine Kryptoverwahrlizenz beantragen. Das ist mal so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich die sicherste Verwahrmöglichkeit, wenn ich es selber tue. Und wie gesagt, wir unterstützen den Kunden auf dem Weg dahin und stehen halt hier auch als Ansprechpartner zur Seite, haben Mitarbeiter ausgebildet, die entsprechende Hardware-Wallets einrichten können mit dem Kunden, also liefern Support, haben auch Videos gedreht, wo man eine Beschreibung für die Hardware-Wallets hat. Und wie gesagt, der Kunde kann sich an uns wenden. Und wie gesagt, bei uns ist jetzt nicht in der Planung, dass wir die Bitcoins für den Kunden verwahren wollen. Ihr bietet die Karte an, die in Zusammenarbeit mit der Staatsdruckerei und mit Coinfinity. Ja. Habt ihr andere Hardware-Wallets auch? Wir haben Ledger und Bitbox. Und das heißt, das ist schon faszinierend, weil normalerweise, das lege ich dann quasi bei euch ins Schließfach. Das ist so die Idee. Das ist eine Möglichkeit, das ist so die erste Überlegung gewesen, zu sagen, der Kunde hat Thema, er muss seine Seed Phrase oder sein Private Key sicher verwahren, hier können wir ihn unterstützen. So. Und wie gesagt, idealtypisch ist so, er hat die Karte gekauft,
spart oder legt monatlich Bitcoin an in kleinen Beträgen. Das passiert auch bei uns. Wir können das im Online-Portal beobachten. Legt die Karte am besten ins Schließfach, hat eine App, wo er abfragen kann, wie viel ist Bestand auf der Karte drauf und hat also immer einen Überblick. Und das ist so das Grundkonzept. Und wenn hier mal gewisse Beträge überschritten sind, dann empfehlen wir auch, auf noch sichere Verwahrung zu gehen. Und es ist faszinierend, weil wenn ich jetzt eine Goldmünze ins Schließfach legen will, dann muss ich da hinlaufen, runtergehen, mich ausweisen und so. Die Bitcoin kann ich einfach reinschicken, dann sind sie zwar quasi im Schließfach. Richtig. Aber wie läuft das im Backend ab, der Kauf? Also wie funktioniert das? Könnt ihr das verraten? Also wir haben, wie gesagt, mit der Firma CM Equity, das ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen aus München, die wir auch lange kennen, waren vorher schon Kunden bei uns. Und in dieser Phase, wo wir geschaut haben, mit wem können wir das machen, sind wir auf die CM Equity aufmerksam geworden, dass die sich auch auf das Thema Krypto mit spezialisiert haben. Mit denen zusammen haben wir ein Portal, das man über unsere Internetseite aufrufen kann. Der Kunde wählt sich mit seinen Online-Banking-Zugangsdaten, ganz normalen Online-Banking-Zugangsdaten da ein. Und über eine Schnittstelle bei Yes werden die Daten übertragen. Also das heißt, bei uns kann nur ein Kunde, also wirklich nur ein Kunde, der voll legitimiert ist, auf das Portal. Also kein Nichtkunde, sondern nur ein voll legitimierter Kunde kann das Portal nutzen. Wenn er auf dem Portal ist, legt er seine Wallets an, er kann verschiedene Wallets hinterlegen, gibt den Betrag an, geht auf Kaufen, bekommt ein Angebot, geht auf Bezahlen, Kaufen. Er wird automatisch an einen Zahlungsdienstleister weiter transferiert. Hier arbeiten wir mit FinAPI zusammen und hier wird automatisiert eine Überweisung gestartet, dass der Euro-Betrag, sagen wir mal, direkt von seinem Girokonto auf ein Zwischenkonto transferiert wird. Das heißt, der Bezahlvorgang ist abgeschlossen und die Bitcoins werden von CM Equity direkt auf die Wallet des Kunden übertragen. Habe ich das richtig verstanden? Verkaufen kann ich nicht? Doch. Ah doch, okay. Auch. Okay. Auch. Kommt aber nicht vor. Doch, kommt auch vor. Im Moment nicht, aber ist auch schon vorgekommen. Joe, du bist Unternehmensberater. Ja. Machst du noch immer Sachen, die nicht mit Bitcoin zu tun haben, oder bist du inzwischen voll auf Bitcoin? Immer mehr. Also inzwischen bin ich schon 100% Bitcoin. Und das andere hilft, Storytelling, Background hilft, um zu erklären. Aber ich habe gar keine Zeit mehr, anderes zu machen. Und ich möchte auch gar nichts anderes mehr machen, weil ich bin zwar Bitcoin-Maximalist, aber das mit voller Inbrust und mit Herzblut. Und was glaubst du, Banken, ja, da haben wir jetzt quasi abgehakt, nicht? Also wir haben jetzt eine, aber was sind so die nächsten Anwendungsfälle, wo du glaubst oder wo du siehst, quasi, wo ist die Nachfrage da? Also wo kommen die Leute her? Also Nachfrage, glaube ich, ist noch keine da, dafür ist es noch zu jung, aber ich sehe ein Anwendungsfeld und das heißt natürlich Lightning. Lightning mit allen Features, die es möglich macht, von der Zahlung bis hin zur Transaktion mit anderen Themen, also Beurkundung, alles das, was heutzutage andere Blockchains machen, da wird es hingehen, mit dem einen entscheidenden Unterschied, dass das, was andere Blockchains machen, dass die Bitcoin-Blockchain nicht manipulierbar ist, die kann man auch nicht mal einfach so anhalten, wie es mit anderen passiert, und deswegen werden diese Transaktionen, die gebunden sind an andere Assets, die über Lightning und entsprechende Layers möglich sein werden in der Zukunft, werden nicht manipulierbar möglich sein und das wird die Welt massiv verändern. Nicht morgen und nicht übermorgen, aber das ist der Trend in die Zukunft. Habt ihr gemeinsam, weil euer Projekt läuft ja weiter, oder? Ihr arbeitet immer noch zusammen. Habt ihr hier für uns einen kleinen Ausblick, was so die nächsten Schritte der Volksbank, Raiffeisenbank sein werden und was uns quasi erwartet? Also wir sind jetzt gerade am Abschluss unserer nächsten Stufe, dass man regelmäßig Bitcoin anlegen kann. Bisher ist es immer ein neuer Prozess, den man starten muss. Ab Oktober, wenn jetzt das alles soweit von den Tests her funktioniert, wird es möglich sein, Daueraufträge anzulegen. Und dann, sagen wir, ist das die nächste Stufe für für den Kaufprozess. Ansonsten sind wir jetzt gerade dabei, eben andere Banken zu unterstützen, hier Aufklärung zu leisten. Und das wird jetzt dann im vierten Quartal, wie gesagt, konkret bei den beiden anderen Banken, das wird uns sehr stark beschäftigen.
Und ja, also wir bleiben bei dem Thema dran, sind jetzt auch froh gewesen. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt eine schwierige Marktphase, aber in der Zeit haben wir sehr viel gelernt und konnten auch noch die ein oder anderen Themen ausmerzen, insbesondere so die regulatorischen Themen. Wir sind sehr stark im Fokus der Aufsicht. Also wir haben das Thema Geldwäsche interessiert natürlich auch die Bundesbank. Was macht ihr da? Und da haben wir jetzt Erfahrung gesammelt und das hilft uns auch, eben genau das an andere Banken dann auch weiterzugeben. Wunderbar. Vielleicht noch ein Projekt, wo ich mich im Moment einarbeite, um das vorzubereiten. Es gibt einen Vorstandswunsch von der Volksraiffeisen Bank Bayern Mitte, dass möglichst bis Ende des Jahres eine Bitcoin-Full-Note in der Bank steht. Und damit wird die Bank natürlich aktiver Teilnehmer dann und unterstützt die Sicherheit. Um das zu erreichen, werden wir Ende des Jahres, der Termin steht noch nicht fest, aber beobachten Sie mal die Presse, werden wir einen Full-Note-Workshop aufbauen, wo wir dann auch Leute einladen, die dann gemeinsam unter Anleitung eine Full-Note für sich selber bauen können. Das ist, ja. Wir sind schon über der Zeit, deswegen eine ganz kurze letzte Frage. Wie ist so das Feedback aus den Medien, aus der Bevölkerung? Weil ihr seid ja doch verbunden, ihr kennt eure Kunden, die Medien sind meistens auch regional. Also ist das dann so das oberflächliche Getue oder ist es echtes Interesse oder was bekommt ihr da so? Also wir sind der Regionalbank und waren bisher in den regionalen Medien. Durch dieses Thema sind wir allen Medien angekommen. Die Resonanz war sehr groß, regelmäßig Anfragen gehabt zu dem Thema. Im Großen und Ganzen oder im Wesentlichen eigentlich positiv. Es gibt die ein oder andere Ausnahme, wo man im Nachgang gemerkt hat, hoppla, die Intention des Artikels war nicht positiv gemeint. Aber die Medienresonanz war im Wesentlichen positiv und sind deswegen auch zufrieden, so wie es läuft. Natürlich gibt es die ein oder andere Resonanz auch von Kunden, die auf uns zukommen und sagen, was macht ihr jetzt da, warum macht ihr das? Aber hier haben wir entsprechend Argumentationen auch unseren Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, warum wir das tun. Wir wollen unsere Kunden schützen, wir wollen unsere Kunden auch bei dem Thema begleiten und das haben wir auch gut der Presse erklären können, deswegen sind wir da eigentlich sehr zufrieden, so wie es läuft. Mega spannend, mega wichtig, was ihr macht. Glaube ich, ganz, ganz wichtige Grundlagenarbeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.